Ein spaßiges Spiele-Cover-Quiz. Die zweite Runde. Ihr kennt die vielleicht schon von vom letzten Mal mit den Covern. Deschke hat wieder ein paar Cover rausgesucht. Die Rückseiten von Videospielen. Hier zum Beispiel iToy, Disney Movie, Hintergrund. Du glaubst, du bist schon fertig, dann geh in den Überlebensmodus. Sowas werde ich dann jetzt zu lesen bekommen. Und dann müssen wir raten, was das wohl ist. Für ein Spiel. Na? Ich denke mal, Regeln kommen jetzt. Ja. Zuerst wird immer der Text eingeblendet, danach gibt es einen Teilausschnitt des Covers und am Ende das komplette Backcover. Und dann Punkte 5, wenn ich direkt am Text erkenne, 3 anhand des Ausschnitts und dann ein Punkt, wenn das ganze Cover zu sehen ist. Okay? Das Video von heute bleibt online, klar. Insgesamt gibt es 20 Cover zu erraten, also somit 100 Punkte zu holen. Einige Teile des Textes oder Bildes sind übrigens gestrichen, ja, damit man nicht direkt erfährt, was es ist, ne? Schafft Keggy mehr als 60 Punkte? Ja, schafft er das? Das werden wir jetzt herausfinden. Ja, nein. So, Gamba, let's go, Chat. Okay, diese und die nächste Folie dienen als Spoilerschutz. Jep, jep, jep. Cover 1. Okay, let's go. Sie sind nicht gerade ein Muskelprotz und völlig unbewaffnet den teuflischen Gefahren dieser Welt ausgesetzt, in der sie jeder für einen kulinarischen hält. Mogeln sie sich an den hässlichsten, fleischfressenden Schalentieren vorbei, die die Welt jemals gesehen hat. Dazu müssen sie lossprinten, irre Kletterpartien absolvieren und ein gewitzter Redner sein, wenn sie es schaffen, Spezialkräfte zu entfesseln, um ihre Gegner ausfindig zu machen. Könnten sie eventuell ihre Haut retten? Schaffen sie es nicht, werden sie zu Hackfleisch verarbeitet. Also, die Sache ist... Dieses Muskelprotz kulinarisch... Spezialkräfte... Das Kletterpartien, Sprinten, das klingt halt alles erstmal nach Oddworld. Aber war da echt so ein langer Text drauf? Es klingt halt schon sehr nach aber Schalentiere? Mogeln sich an den hässlichsten, fleischfressenden Schalentieren vorher. Vielleicht die Scarabs, die Scraps. Also mein Guess wäre auf jeden Fall Oddworld. Apes Odyssey. Ja, da hinten sieht man die Bahn, hier sieht man hinten Rapture. Rapture Farms. Ja, das ist es. Yeah! Ich erkenne meinen. Oh, als ob da echt so ein langer Text stand. Crazy. Crazy. Nice. 5 Punkte. Hier stand Oddworld? Steht doch nirgendwo Oddworld. Da. Ja, du hast das verstanden. Du hast das verstanden. Jedes Bild wird immer einfacher und einfacher. So, Cover 2. Die Propaganda der Regierung verursacht Chaos auf dem Planeten. Die rebellische Reporterin, bla bla bla, muss das Netz aus Lügen durchdringen und die dunklen Geheimnisse aufdecken. Knallbunter Genre-Mix, der in jede Sammlung gehört. Endgames. Vom 1. irgendwas. Januar 2000. Es ist auf jeden Fall, ja,
etwas älteres Spiel. Die Propaganda der Regierung verursacht Chaos auf dem Planeten. Vielleicht. Beyond Good and Evil? War sie eine Reporterin? Sie sah aus wie eine Reporterin, ne? Knallbunte Genre-Mix. Es war auf jeden Fall ein bunter Genre-Mix. Ich sag erstmal Beyond Good and Evil. Die Packung sagt mir gar nichts. Ich bleibe erstmal bei Beyond Good and Evil. Spiel und Handbuch in der deutschen Sprache. Ja, es ist richtig. Ja, ich war mir nicht sicher, das mit der Reporterin. Das andere klang schon irgendwie alles nach Beyond Good and Evil. Aber diese Reporterin, ich war mir nicht sicher. War sie wirklich eine Reporterin? Ich war mir nicht ganz sicher. Aber sick. Irgendwas mit Fotografie war sie. Ja, ja, wegen dem Fotoapparat auf dem Cover. Das hatte ich auch, ich hatte auch im Kopf die ganze Zeit gehabt. Hatte sie ein Fotoapparat in der Hand? Weil irgendwie habe ich dieses Cover im Kopf gehabt und ich meine, sie hat ein Fotoapparat in der Hand gehabt. Oder halt irgendwie an der Seitentasche gehabt, aber ich war mir nicht mehr sicher. Ja. Nice. Okay, bisher volle Punktzahl. Ein neues Epos beginnt. In der Geschichte des Königreichs waren die glorreichen Zeiten von großen Helden und fantastischen Abenteuern erfüllt. Dies waren die Epochen, in denen Magie und legendäre Schlachten zwischen Gut und Böse das Volk in ihren Bann zogen. Solch eine Zeit war die Ära von Schnibabi. Solch eine Legende ist die Prüfung Schnibubi. Ein neues Epos beginnt. Also wahrscheinlich dann irgendwie eine bekannte, renommierte Serie. Und dann kommt ein neuer Teil. Die Geschichte des Königreichs waren die glorreichen Zeiten von großen Helden. Es könnte vielleicht Demon's Souls sein. Weil da geht es ja unter anderem, glaube ich, darum, dass ja zum Beispiel die Bosse ja auch irgendwelche früheren Helden waren oder sowas. Aber ich glaube, wenn es Demon's Souls wäre, dann... Das ist alles irgendwie viel zu schön geschrieben. Ich glaube, wenn es Demon's Souls wäre, dann... Aber wer weiß, vielleicht war das zu der Zeit noch nicht so krass drauf. Fokussiert, dass halt die Spiele schwer sind und dich zerstören werden und dass die Welt so düster und atmosphärisch ist. Dass die versucht hatten, anders mit den Texten zu... Dies waren die Epochen, in denen Magie und legendäre Schlachten zwischen Gut und Böse das Volk in ihren Bann zogen. Ja, aber das passt nicht. Schlachten zwischen Gut und Böse das Volk in ihren Bann zogen. Die Ära von... Ja, und es geht auch um keine Prüfung in Demon's Souls. Solch eine Legende ist die Prüfung der Legenden. Boah, mir sagt das gar nichts. Ich bleib erstmal bei Demon's Souls. Ich habe keine Ahnung von der Demon's Souls Lore, vielleicht passt das ja doch, weil der erste Satz fühlt sich irgendwie nach Demon's Souls an, weil ich weiß, dass diese Bosse, glaube ich, alle Helden früher waren und wenn man sie stirbt, sieht man noch so kurz ihre Gestalt oder so. War die Ehre von solch eine Legende ist die Prüfung. Lila Cover? Mir
Mir sagt das gar nichts. Ich gehe, glaube ich, weiter. Also ich bleibe erstmal bei Demon's Souls, klar. Es ist Grandia 2. Der Text ist so scheiße, ne? Ja, der Text ist halt mega generisch. Also der passt auch so irgendwie so gar nicht zu dem, was in Grandia 2 passiert. Aber ja, ein Punkt. Solch eine Zeit war die Ära von Grandia. Solch eine Legende ist die Prüfung Ryudos. Das passt ja gar nicht. Crazy. So ein Banger-Game. So ein Banger-Game. Dreimal gespielt, dreimal geheult. Okay, Cover 4. Die Schnie-Schnappis sind da. Also nimm deinen Schnubber, starte durch und mach dich klar für das Rennen. Spiele eines von 8 Schnigidi-Babidi, jedes mit Style und Attitüde. Grasen 4 spaßbepackten Umgebungen bei Tag oder Nacht. Allein oder das Multiplayer mit bis zu 4 Freundinnen? Dabei sein ist nett, gewinn ist cooler. Action Girls Racing. Spiele eines von 8 coolen Mädchen. Ich sag Action Girls Racing, Digga. Ja, das ist es! Du mieses Schwein! Junge, dass ich das noch erkannt habe. Dachte, freust dich über etwas Nostalgie. Oh Junge. Wo kam der denn her? Das war in der Havoc Engine, Leute. So wie Tears of the Kingdom. Crazy. Okay, Cover 5. Als eine immer schlimmer werdende Krise droht die schwebende Welt Schnaka im Chaos versinken zu lassen, findet sich eine Gruppe ahnungsloser Unbekannter plötzlich als Staatsfeind gebrandmarkt. Konfrontiert mit der Panik geratenen Bevölkerung, die nach ihrem Blut schreit, und dem Militär, welches dieser Forderung des Volks nur zu gern nachkommt, sehen sie keinen anderen Ausweg, als um ihr Leben zu rennen. Begleiten sie bei ihrem verzweifelten Versuch, ihr Schicksal bestimmenden Kräfte herauszufordern, nennen sie eine unvorstellbare Katastrophe. Also ich muss sagen, dieses eine schlimmer werdende Krise droht die schwebende Welt in Chaos zu versinken. Der erste Satz, Musik leiser. So. Es ist bei mir schon ein bisschen länger her, aber der erste Satz klingt irgendwie nach Button Kaitos. Aber kennt Teschke Button Kaitos? Bestimmt kennt Teschke Button Kaitos. Er kennt Speedruns. Und Button Kaitos ist bekannt dafür, eines der längsten, wenn nicht sogar der längste Speedrun zu sein. Da ging es auch um eine immer schlimmer werdende Krise und um schwebende Inseln. Und eine Gruppe, die plötzlich irgendwie zusammenkommt. Aber ich glaube, da steht eher irgendwas darüber geschrieben, dass der Protagonist irgendwie falsch ist und ein Außenseiter ist. Wahrscheinlich steht da eher sowas geschrieben. Und Inferno Chaos, Dankeschön für 31 Monate. Dass da vielleicht irgendwie sowas steht und nicht sowas. Aber ansonsten, eine Welt mit fliegenden Inseln.
Oh. Nee. Ich wollte gerade sagen, war nicht Dingens? Tales of Cisteria irgendwas auch mit fliegenden Inseln? Da startet man doch auch irgendwie bei fliegenden Inseln. Nee, Moment. Hier. Was ich Let's Played habe. Mit Jude und mir. Tales of... Ich habe einfach den Namen vergessen. Tales of... Aber das waren auch, glaube ich, keine fliegenden Inseln. Das war ja irgendwie nur eine Welt in der Kuppel. Aber nicht fliegend, glaube ich. Aber mir fällt nichts anderes ein. Ich sag... Das Tales of, was ich Let's Played habe. Okay, das passt gar nicht da rein in das Cover. Boah, was ist das denn? Ist das Xenoblade Chronicles? Moment, das ist jetzt was Neues. Mit seiner unvergesslichen Handlung, einem Kampfsystem, das Action und Strategie vereint. Das ist Xenoblade Chronicles 1. Aber die Welt war nicht am Schweben. Schweben? Diese schwebende Welt verwirrt mich so sehr. Aber Xenoblade Chronicles 1 war, glaube ich, auch ein weißes Cover. Die schwebende Welt. Ich sage Xenoblade Chronicles 1. Es ist Final Fantasy 13? Das war doch keine schwebende Welt. Waren das nicht einfach zwei Planeten? Die nah beieinander waren? Das waren ja keine schwebende Welt. Das war ein Planet. Und daneben war so ein kleiner Planet oder so. Wo die dann später drauf geflogen sind. Die eine schwebt über der, wo die sind. Ja, ich könnte schwören, das waren einfach nur zwei Planeten. Hier Puls oder wie das hieß. Schwebende Welt. Ja, das war ja dieser Planet halt mit diesem Loch da drin. Ja, Kokon ist man ja, glaube ich, das ist ja die Main-Insel Kokon, also diese Main-Welt, auf der man ist. Kokon. Und dann ist ja oben dieses fliegende Ding. Nee, das ist genau andersrum. Man ist auf Puls und der fliegende Planet ist Kokon. Schwebende Welt, okay. Schwebende Welt, okay. Wild. Aber ja, jetzt, wo ich das weiß, die Font. Ja, die Font sieht ja eigentlich mega... Also, die Font hätte mir eigentlich direkt klar sein müssen. Die Font ist ja Final Fantasy 13. Sie schreit ja nach Final Fantasy 13. Naja, ein Punkt, ne? Schade. Schade. Machen Sie sich bereit für das wohl größte audiovisuelle Spektakel, das jemals auf einer Videospielkonsole gesehen wurde und selbst Hollywood erblassen lässt. Okay, das klingt nach David Cage. Kämpfen Sie gegen eine Armee, deren zahlenmäßige und technische Überlegenheit Ihnen alles abverlangt. Seien Sie schlau. Okay, das nicht mehr. Seien Sie schlau. Tricksen Sie Ihre Gegner auch ohne Waffengewalt aus, um Ihre Tarnung zu erhalten? Sind Ihre Nerven stark genug, um dieses Intrige gespickte Abenteuer voller Action zu überstehen?
Bitte was? Machen Sie sich bereit für das wohl größte audiovisuelle Spektakel. Vor allem audiovisuell? Machen Sie sich bereit für das wohl größte audiovisuelle Spektakel, das jemals auf einer Videospielkonsole gesehen wurde und selbst Hollywood erblassen lässt. Kämpfen Sie gegen eine Armee, deren zahlenmäßige und technische Überlegenheit Ihnen alles abverlangt. Was? Ich bin komplett lost. Kämpfen Sie gegen eine Armee, deren zahlenmäßige und technische Überlegenheit Ihnen alles... Seien Sie schlau... Es scheint ja wohl irgendwie ein Stealth-Game zu sein. Ich sag einfach Deus Ex Human Revolution. Boah, was? Was ist dieses Cover? Boah, was? Das sieht nicht nach Deus Ex Human Revolution aus. Audiovisuelles Spektakel? Da wurde schon so hart im Kreis gewichst. Das ist Twin Snakes, ne? Ist das Twin Snake? Das müsste Twin Snake sein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Da oben ist First Person. Unten siehst du Snake. Es ist auf jeden Fall nicht 3, oder? Aber es ist auch nicht 2. Oder ist das unten links in der Ecke, ist das Intro von 2? Nee, das ist doch bestimmt Twin Snake. Für den GameCube. Ist das Twin Snake? Es ist doch 2. Krass. Dann ist das doch da unten das Intro von Metal Gear Solid 2. Also der Anfang. Die anderen Bilder habe ich halt nicht erkannt, was sie darstellen sollen. Vor allem First Person? Yo, ciao Silas. Aber ja, was ist dieser Text? Machen Sie sich bereit für wohl das größte audiovisuelle Spektakel. Junge, da hat schon Konami angefangen, Kojima komplett voll zu jizzen? Pluto Panic, dankeschön für dein Prime Sub. The fuck? Vor allem, was steht da unten? Metal Gear Solid 1 wurde weltweit mit Absicht das beste Spiel aller Zeiten. Doch das war erst der Anfang. Nun geht es richtig los. Okay. Okay, Cover 7. Treten Sie gegen Multitalent Schnibabchi an und versuchen Sie dem ehrgeizigen Bubba zu zeigen, wer in Sachen Geschicklichkeit, Wissen und Action mehr auf dem Kasten hat. Stellen Sie im beliebten Quiz Ihr Allgemeinwissen unter Beweis. Nutzen Sie Ihre Geografiekenntnisse bei. Ist das Wer wird Millionär? Bei Bapapam-Spiel geht's ordentlich zur Sache. Und beim Kuhmelken können Sie... Moment, ist das Stefan Raab? Treten Sie gegen Multitalent Stefan Raab an und versuchen Sie dem ehrgeizigen Showmaster zu zeigen, wer in Sachen Geschicklichkeit, Wissen, Action mehr auf dem Kasten hat. Stellen Sie beim beliebten Quiz da ist ja dieses, das was wo immer Elton kommt. Stellen Sie beim beliebten Quiz, wo halt immer Elton kommt. Habe ich vergessen, wie das heißt. Und nutzen Sie Ihre Graphiekenntnis bei... Es ist Schlag den Raab. Schlag den Raab. Das Game. Ja, es ist Schlag den Raab, das Gelb.
Genau, blamieren oder kassieren. Genau. Ja, nice. Junge, wie die aussehen! Fünf Punkte. Also entweder ich kriege immer fünf Punkte oder einen. Dazwischen gibt's nie was. Spielkind. Die beliebtesten Spiele der Originalschau, inklusive Blamieren oder Kassieren und dem Geografie-Chris, wo liegt was, ja. Ich habe auf jeden Fall die PC-Version davon. Das ist ganz funny. Okay, Cover 8. Lara Croft ist auf der Suche nach der entführten Jessie, um sie aus den Klauen des bösen Zauberers zu befreien. Aber er muss sich beeilen, denn sein Vetter Gustav hat sich ebenfalls auf den Weg gemacht, sie zu retten. Meistere folgeres Temperament, von entschlossen über frustriert und ängstlich bis hin zur totalen Erschöpfung. Gustav gibt mir gerade irgendwie so übelste Mickey Mouse, Donald Duck, wie die Welt halt heißt, ne? Disney halt, diese Disney-Tierwelt-Vibes. Aber was soll das für ein Spiel sein? Mickey Mouse ist auf der Suche nach der entführten Minnie, um sie aus den Klauen des bösen Zauberers Merlin zu befreien. Gab's noch einen anderen bösen Zauberer? Aber Held Sora ist auf der Suche nach der entführten Kairi, um sie aus den Klauen des bösen Zauberers Xehanort zu befreien. Aber er muss sich beeilen, denn sein Vetter Gustav Riku hat sich ebenfalls auf den Weg gemacht, sie zu retten. Wer hat denn in der Disney-Welt einen Vetter? Gustav. Mir fällt auch gar kein Spiel ein, außer Magic Mickey und dieses eine Donald Duck-Game auf der PS1. Quack Attack oder so. Donald Duck ist auf der Suche nach der entführten Daisy, um sie aus den Klauen des bösen Zauberers... Aber wer ist Gustav? Ich sag Quack Attack. Es ist blau wie Quack Attack auf jeden Fall. Und das würde auch passen. Meistere Donalds feuriges Temperament. Von entschlossen über frustriert und ängstlich bis zur totalen Schöpfung. Ja, ich sag Quack Attack. Scheiße, es ist ein PS2-Teil. Heißt es genauso? Quick Attack! Es ist GameCube, nicht PlayStation 2. Aber hieß der nicht auf PS1 genauso? Du bist so eine Legende. Es kam überall. Auch PC. Ah, okay. Weil es ja schon eine Generation weiter, also dachte ich mir, das ist vielleicht der zweite Teil. Quick Attack! Es läuft echt gut, Mann. Sora hat einen Vetter namens Gustav. Hier habt ihr es zuerst gehört. Aber wer ist denn sein Vetter? Vor allem Zauberer Murloc. Gustav Gans. Wer ist denn Gustav Gans? Wer ist denn Gustav Gans? Gustav Gans. Wer ist der denn? Wer ist der denn? Was passiert denn hier? Ich hab lustige Taschenbuch gelesen. Immer beim Arzt oder beim Zahnarzt.
Aber ich kann mich an Gustav gar nicht erinnern. Okay, Cover 9. Zurück, um die Hölle zu entfachen. Es sind Jahre vergangen, seitdem die Legion der Hölle Fuß in diese Welt gesetzt haben. Valeria Chan, Dankeschön für 16 Monate. Aber nun hat eine neue dämonische Invasion begonnen. Die Hoffnung der Welt liegt auf drei, die jeweils über einen radikal anderen... Ist das Darksiders? Darksiders 2? Es ist Darksiders 2, das war lila. Es ist Devil May Cry 5! Es ist Devil May Cry 5! Vor allem... Die Hoffnung liegt auf drei, ich dachte irgendwie auf den drei apokalyptischen Reitern, die man ja in der Reihe gespielt hat. Diesen Typ mit dem dicken Schwert, den auf dem Pferd mit der Sense und dann das Girl mit den Peitschen oder so. Aber ja, das ist Devil May Cry 5. Es sind Jahre vergangen, seitdem die Legion der Hölle. Ja, ich habe irgendwie gar nicht daran gedacht. Ja, ja. Ein Punkt. Freut mich, Valeria, dass du wieder zurückgefunden hast. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Erschaffe die Welt, wie sie dir gefällt. Vor langer, langer Zeit, als die Menschen noch an Mythen, Magie und Dämonen glaubten, trug sich auf dem blauen Planeten eine Geschichte zu, die um ein Haar die friedvolle Evolution der Erde in ein apokalyptisches Inferno verwandelt hätte. Ich, meine Freunde, bin gehalten, euch von diesem Ereignis zu berichten, auf das ihr nie vergessen werdet, wie gewagt es ist, sich mit den Mächten der Finsternis zu messen. Doch nun genug der Worte, folgt mir. Blauen Planeten, die um ein Jahr die friedvolle Evolution der Erde in einer... Was ist das für ein... Dieser Erzählertext. Ich, meine Freunde, bin gehalten, euch von diesem Ereignis zu berichten. Vielleicht ist das Biomutant. Ich sag Biomutant. Okay, das ist nicht Biomutant. Wer ist der denn? Wer ist der denn? Wer ist der denn? Animanga, Dankeschön für Raidmas. Was geht ab? Hi. Willkommen im Stream. Erkennt ihr an diesem Ausschnitt, welches Videospiel es ist? Ich nicht. Aber es hat seitlich so eine Lasche. Es ist wohl irgendwie ein N64 oder ein SNES-Spiel oder so. Da ist so eine Klappe. Ich sag, also ich kenn's auf jeden Fall nicht. Und da ich glaube, dass es ja irgendwie so ein SNES oder ein N64-Spiel ist und der Charakter sieht aus wie einer aus JRPG, sage ich Terranigma. Ist das Terranigma? Ist auf jeden Fall von Square Enix. Hat er nicht mal bei Terranigma so einen Hund immer dabei? Oder war das das andere? Ich glaube, bei Terranigma hat er nur mal einen Hund dabei gehabt, oder? Es gab noch nicht Secret of Mana?
Secret of Evermore und Terranigma. Und bei einem davon hatte man, glaube ich, immer so einen Hund dabei. Es ist auf jeden Fall nicht Secret of Mana. Es ist entweder Evermore oder Terranigma. Ich sag Terranigma. Oh, es war Terranigma. Hatte man in Terranigma einen Hund gehabt, Chat? Oder in einem anderen? Ein Punkt. Das sind drei Punkte? Stimmt, ich habe hier Terranigma gesagt schon, ne? Kein Hund. Dann war Secret of Evermore mit dem Hund, oder? Weil eins von diesen beiden Spielen hatte der Charakter immer einen Hund dabei gehabt. Oder irgendwie irgendein Tier dabei gehabt. Vor allem die Programmierer von Enix. Einfach nur Enix. Ja, Evermore. Hm. Ja, hast du, Valeria. Das war echt scheiße. Irgendwann spiele ich bestimmt Terranigma. Irgendwann. Genauso wie Secret of Evermore. Und Lufia. Bestimmt. Lass zusammen. Werden wir eh nicht. Seien wir ehrlich. Tödliches Miasma verschlingt das Land und es liegt an dir, es von deinem Dorf fernzuhalten. Viele Gefahren erwarten dich auf deiner Reise. Doch musst du dich ihnen nicht alleine stellen. Begleite zusammen mit deinen Freunden eine Karawane. Das ist Final Fantasy Crystal Chronicles. Alles spricht dafür. Das ist es. Ja, das ist es. Das ist es. Wann? Wann treffen wir uns zu viert auf einer Couch? Ja, das war easy. Enix war ja früher ein eigenes Studio, dann wurde mit Squaresoft fusioniert. Das ergibt Sinn, ja. Ich wollte gerade sagen... Ja, ja, das ergibt Sinn, ja. Daher kommt das Enix, ja. Das ergibt Sinn. Okay, 12. Auf völlig neuen Faden. Endlich ist er wieder da, der Superheld, auf den alle gewartet haben. Schlüpfe in seine Rolle und rette die sieben Hohen aus den Klauen des schrecklichen König. Erlebe Rollenspiel-Action mit mehreren Freunden. Erforsche fantastische Spielewelten voller Abenteuer. Entdecke zahlreiche Fähigkeiten und über 100... Superheld? Endlich ist jeder wieder da, der Superheld, auf den alle gewartet haben. Auf welchen Superheld habe ich denn lange gewartet? Schlüpfe in seine Rolle und rette die sieben Hohen. Die sieben Hohen Weisen aus den Klauen des schrecklichen König Ganondorf. Erlebe ein Rollspiel-Action mit vier Freunden. Entdecke zahlreiche Fähigkeiten und über 100 irgendwelche Monster. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Monster-Collector oder so.
Hier sieht man Mario? Tatsächlich. Ja, das sind die Augen und der Schnauzer. Ich habe da halt nichts erkannt. Ja, wenn man jetzt weiß, was das ist, sieht man es direkt. Aber ich habe halt vorher nur weiß und gelb und schwarz gesehen. Aber ja, man sieht direkt die Nase, die Augen, den Schnauzer erkennt man direkt. Ein Punkt. Du bist Jack. Ein Mann mit mysteriöser Vergangenheit, der als Aussteiger seine eigene Boot-Charter-Firma betreibt. Was ist eine Boot-Charter-Firma? Du dachtest wirklich, du hättest alle Facetten, die der Südpazifik anbietet, erlebt. Aber nichts davon hat sich darauf vorbereitet, was du auf diesen Inseln... Jack Sparrow? Du bist Jack Sparrow? Südpazifik? Gab es vielleicht so ein Fluch der Karibik-Game? Also so ein Film... Spiel zum Film, der so richtig scheiße war? Ich sag einfach mal... Das ist Fluch der Karibik. Ist das Far Cry 2? Wunderschöne tropische Inseln. Ultra intelligente Feinde. Ist das Far Cry 2? Oder ist das... Das ist nicht Crysis, oder? Tauche in den ultimativen Next Generation Ego-Shooter. Es könnte auch Crysis sein. Aber wenn es Crysis wäre, dann würde, glaube ich, auf dem Hintergrund mehr was dazu stehen, wie krass das Game ist und dass man diese Rüstung da überhaupt sieht. Ich sag Far Cry 2 oder so. Es ist 1. 1 sah schon so gut aus? Aber was ist dieses Cover, Mann? Ich habe Far Cry 3 gesagt, wie ein dummer Clan. Ich habe keine Ahnung, wo der zweite Teil spielt. Ich weiß nur, der zweite Teil hat was mit Til Schweiger zu tun. Oder war es der erste? Wie das, Lull. Es gab einen Far Cry Film. Und da war der Schauspieler Til Schweiger. Also er war der Far Cry-Typ. Lord Mongos, Dankeschön für 31 Monate. Okay, Cover 14. Es gab einen Far Cry-Film mit Til Schweiger. Leute, hier. Was habt ihr den Film nicht kennt? Da war wohl ziemlich scheiße. Ich will den sehen. Aber das ist keine... ich weiß nicht mal, ob das eine deutsche Produktion war oder so eine Uwe Boll-Ding ist oder ob das wirklich was Internationales war. Das Morgen liegt in euren Händen. Das Morgen. Schneebabudi. Tatsächlich Uwe Boll, ja, wow. Perfekt. Bricht mutig auf in eine Welt, die vom Schneekaka Matata verändert wurde. Er trägt die Überreste unserer Zukunft in seinen Händen und begibt sich auf eine Reise, um die zerschmetterte Welt wieder zu vereinen. Verbindungen innerhalb der Welt und darüber hinaus
bildend läutet dieses System ein neues Spielgenre ein. Ist das Death Stranding? Das ist Death Stranding! Ja. Ich hatte 47, ne? 37. Also den Namen wusste ich nicht mehr, aber ja, der letzte Satz hat es einfach direkt. Läutet dieses Strand-Type-System oder wie das hieß, ne? Ein neues Spielgenre ein. Ach, soziales System, okay. Ich dachte, es kommt jetzt Strand-Type-System. Aber ja, der Rest des Textes hat eigentlich auch ganz gut gepasst zu Death Stranding. Ja, dieses neue Spielgenre, das ist halt sehr verräterisch. Das Spiel wurde damals ja so hart damit vermarktet, dass es ein komplett neues Genre ist. Erlebe die Extra-Dimension. Eine Bande Verbrecher will die Welt mit bösartigem Krypto Hack überschwemmen, um so die Weltherrschaft an sich zu reißen. Mit Jaden, oder wie der heißt, aus Watch Dogs an deiner Seite und der Hilfe von zahllosen Freunden, die dir während deines Abenteuers begegnen, begibst du dich in einem Kampf gegen mächtige Gegner. Gegen die Zeit, Kralle und erlöse die Crypto Bro und rette so die Welt vor der extra dunklen Gefahr. Eine Bande Verbrecher will die Welt mit bösartigen Crypto Bros überschwemmen. Um so die Weltherrschaft an sich zu reißen. Bestimmt, das ist Watch Dogs 2 oder so. Mächtige Gegner. Ich habe keine Ahnung von Watch Dogs. Ob das passen würde. Aber bei Crypto. Crypto? Was für Crypto? Ich liebe, okay, das ist nicht. Das ist nicht. Vielleicht. Ich glaube, die hießen so bei. Der dunkle Sturm. Hieß den, glaube ich, Krypto. Krypto-Pokémon. Eine Bande von Verbrechern will die Welt mit bösartigen Krypto-Pokémon überschwemmen, um so die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und dann mit diesem Scouter an deiner Seite. An deiner Seite? Okay, an deiner Seite klingt falsch, aber der hat ja so einen Scouter. Vielleicht hatte das irgendwie eine KI und das ist irgendwie so ein Name mit Lauren an deiner Seite. Aber das Cover ist auch falsch. Das ist nicht gelb. Der dunkle Sturm ist nicht gelb. Das war lila, schwarz vielleicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Die Rückseite war wirklich gelb. Wieso ist die Rückseite denn so gelb? Ja, es ist Pokémon XD, der dunkle Sturm. Ich hätte es sagen sollen, ich hätte es nicht wegwerfen sollen. Aber was ist an seiner Seite? Ein Punkt. Was ist an seiner Seite? Evoli! Echt? Da war man verpflichtet, Evoli zu nehmen? War das echt so krass? Kann ich mich gar nicht erinnern. Dass Evoli so ein Flücht-Pokémon war. Boah, das Spiel war so scheiße. Krass, ey. Hab ich das damals gehasst. Ich hatte nur sehr wenige GameCube-Spiele besessen. Ich hatte nur sehr wenig GameCube-Spiele besessen, weil kein Geld. Ich habe kein Taschengeld bekommen. Meine Eltern hatten kein Geld, um mir Spiele zu kaufen. Und das war eines der wenigen, die mir geschenkt wurden von meinen Eltern. Junge, das war so scheiße. Vor allem, weil ich ja auch erwartet hatte, dass es einfach Pokémon, aber in 3D.
aber das war einfach nur ein arschlangsames, langweiliges Game, wo du Pokémon klauen musst und sie dann in deine Fabrik stecken musst und dann müssen die dann irgendwie über Zeit geheilt werden und es war arschlangsam, super langsam, extrem langsam. Boah, war das scheiße, das Spiel. Das habe ich sogar schon als Kind gehasst. Was für langweilig, Junge. Ja, ich fand's halt ultra kacke. Ich hab's damals auf Amazon, als ich dann angefangen habe, Spiele zu verkaufen, weil ich Geld brauchte, um mir einen Laptop zu holen, habe ich das damals auf Amazon, nicht auf eBay, auf Amazon für 10 Euro verkauft. Danke. Das war super scheiß. Pokémon Colosseum war nice. Colosseum habe ich keine Ahnung, aber das war ja so ähnlich, ne? Und Dankeschön für die 10 Euro Days. Ja, ich habe damals alles verkauft an Spielen, die ich hatte. Mein Double Dash verkauft, mein Dingens verkauft. Alles für sehr, sehr wenig Geld. Und da war ich nicht mal traurig. Ich bin jetzt eher traurig darum, weil es halt jetzt mittlerweile einen krassen Wert hat. Aber damals, da war es halt noch nicht so viel wert, ne? Ich habe auch nicht erwartet, dass es halt irgendwann viel wert haben wird. Ich brauchte schnell Geld. Also weg damit, ne? Ich fand's eh kacke und weg. Die Wahrheit wird dich verändern, oh shit. Um sein Leben zu retten, wurde Shinigaku Mamaba gegen seinen Willen kybernetisch verändert. Auf der Suche nach Antworten befindet er sich inmitten einer globalen Verschwörung wieder. Seine Entscheidungen haben direkten Einfluss auf das Schicksal der Menschheit. Um sein Leben zu retten? Also das passt jetzt wieder, ich hatte ja vorhin erwähnt. Deus Ex Human Revolution. Ich glaube, das fing ja damit an, dass er in diesem Labor liegt, weil er irgendwie bei einer Explosion irgendwie seinen Arm und sein Bein verloren hat oder sowas. Und dann fängt das Spiel ja, glaube ich, damit an, dass er in so einer Klinik liegt. Und dann kriegt er diese Arme dran und so, glaube ich, irgendwie sowas. Gab es so einen Icarus-Trailer oder so hieß er, glaube ich. Der war ziemlich geil. Aber ich weiß nicht, ob das gegen seinen Willen war, weil der Rest passt eigentlich voll gut. Und die Wahrheit wird dich verändern? Ja. Weil du kannst am Ende dann auch entscheiden, ob du quasi, auf welcher Seite du bist. Du findest sehr viel heraus und findest heraus, dass vielleicht die Bösen, die du eigentlich jagst, gar nicht mal so böse sind. Und dass die eigentlich einen Plan haben, der vielleicht auch okay ist eigentlich. Vielleicht nicht richtig, aber auch okay. Also ich sag Deus Ex Human Revolution. Das ist Deus Ex Human Revolution. So ein Banger-Game. So ein Banger-Game. 5 Punkte. Du bist einfach zu smart. Ich habe halt das Spiel gespielt. Deshalb, ja. So ein gutes Game. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Der Countdown läuft. In wenigen Momenten beginnt das... Wusste ich auch, Maeve. Ich habe gerade an dich gedacht. Ich wollte gerade noch sagen, Maeve liebt das Spiel auch. In wenigen Momenten beginnt das haarsträubendste, wahnwitzigste und spektakulärste Hochgeschwindigkeitsrennen des 22. Jahrhunderts mit futuristischen Raumgleitern, die innerhalb von weniger Sekunden von 0 auf 1000 Sekundenkilometer Stunden. Junge, ich habe schon gedacht, jo, was? Sekundenkilometer. Rast du durch verrückte Cyberlandschaft voller Loopings, Sprungschanzen und Schikanen? Also ich würde erstmal sagen, irgendein F-Zero-Game. Ich sag einfach F-Zero GX. Super High-Speed-Action mit schnellsten Techno-Racing aller Zeiten. Wie
Begib dich in deine Rauschgeschwindigkeit, krassen Techno-Racing. Und erlebe einmalige Fahrgefühl, dass die im Vierspieler-Modus. Vielleicht ist das von Sony, das andere, dieses Wave Race. Das andere von Sony. Ich sag einfach mal F-Zero GX. Ist das normale F-Zero? Heißt das einfach nur F-Zero? Ist auf jeden Fall N64. F-Zero 64? F-Zero? Einfach nur. Nee, F-Zero gab es ja noch für SNES. Also wird das wahrscheinlich F-Zero 64 heißen? F-Zero X. Das ergibt Sinn. Weil auf der GameCube heißt es ja GX. Und dann muss ja das wahrscheinlich dann F-Zero X oder G heißen. Habe ich GameCube X gesagt auch? Ich meinte auf jeden Fall F-Zero X. Und F-Zero GX. Schade. Aber ich habe keine Ahnung von F-Zero. Ich habe vielleicht 10 Minuten in meinem Leben F-Zero GX gespielt. Bei einem Kumpel damals auf dem GameCube. Fand ich richtig kacke. Und irgendwann bei einem spontanen Duell gegen Deschke auf Hitbox, wo er mir sein Bild per Skype übertragen hat, damit ich das in meinen Stream einblenden kann. Auf dem SNES-Simulator. Und dann war sein Bild in so richtig, richtig beschissener Qualität, weil es halt Skype war, Bildübertragung von Skype. Und dann habe ich das versucht, bei mir irgendwie einzublenden, weil wir so ein Race gemacht haben, glaube ich, über mehrere Nintendo-Spiele. Ja, gute Nacht, Valeria. Und dann hat er mir das Bild übertragen. Und dann habe ich das eingeblendet. Und das war generell alles noch mit... Da habe ich, glaube ich, noch mit einer 2000er Bitrate gestreamt, weil wir beschissenes Internet hatten. Und Junge. Das war fürchterlich. Und das war auch meine F-Zero-Erfahrung. Sonst habe ich gar keine Ahnung von F-Zero. Angezogen durch die dunkle Macht eines magischen Kristalls bringt der böse Mann schreckliches Unheil über das Königreich. Nutze atemberaubende akrobatische Manöver und gefährliche Kampfstile. Mehr als 750 Animationen. Crazy. Irgendwas ist magischen. Irgendwas ist Macht. Wissen ist Macht. Nutze sie weise. Durch die dunkle Macht eines magischen. Ich habe keine Ahnung. Das sagt mir gar nichts. Das sagt mir auch nichts. Für 750 Animationen. Spiel und Handbuch komplett auf Deutsch. Oh lol, das ist Prince of Persia, der erste Teil. Was hat er nicht weggemacht? Hätte man das hier schon erkennen? Ach da, Zeit ist Macht. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er mich das auf die Fährte gebracht hätte. Aber ja, ein Punkt. Prince of Persia, Sands of Time. Wo ja eigentlich ein Remake kommen soll. Ich glaube, mit den 60 Punkten wird's nicht mehr, Chat. Ja, ich habe halt kein zweites Mal drüber geschaut. Weil... Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass er halt einen Fehler macht. Weil Dashke ist perfekt. Wie wirst du überleben? Mit zu wenig Energie und schlecht vorbereitet.
So mit zu wenig Energie und schlecht vorbereitet, musst du nach Ressourcen suchen, aus dem Stegreif Lösungen finden und clever genug sein, um nicht nur deine Mission zu erfüllen, sondern auch zu überleben. Wie wirst du überleben? In welchem Spiel fragt man dich, wie du überleben wirst? Vielleicht Minecraft? Aber was für eine Mission? Nicht nur deine Mission zu erfüllen, sondern auch zu überleben. Wie wirst du überleben? Das scheint ja, man hat viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Es ist dann wahrscheinlich irgendwas Sandbox-mäßiges. Keine Ahnung, vielleicht gibt es in Minecraft eine Mission. Ich sag einfach Minecraft. Das ist Alien Isolation. Ich sehe den Kopf vom Alien. Wer sich nicht gruselt, der ist schon tot. Das ist Alien Isolation. Drei Punkte. 1, 2, 3. Und Kuhn, Dankeschön für 14 Monate. Ich bin schon tot. Hast du es gespielt und dich nicht gegruselt? Okay, letztes Cover-Chat. Hat eine LP geschaut und glaubt bei Maeve im Stream. Ah. Über den Umgang mit dem Zapper. Okay, beim Zielscheibenschießen versuche dich danach an beweglichen Zielen. Verteidige dich als Link in der Welt von Legend of Zelda Twilight Princess. The Legend of Zelda Twilight Princess. Gegen die unterschiedlichsten Gegner oder spüre sie mit dem Control-Stick ein nach dem anderen auf. Mit dem Zapper wirst du in kürzester Zeit zum Meister Scharfschützen. Ja, das ist Link's Crossbow Training. Das ist es, oder? Das ist es. Ja, das ist es. Ja. Wer kennt nicht den Twilight Princess Zapper? Nee, einfach nur Twilight Princess. Wie heißt denn der Zapper? Wii Zapper. 5 Punkte. Ja, knapp an der 60 vorbei. Mal wieder. Bestimmt. Ja, so, hast du das Spiel zu Hause rumliegen? Nein, ne? Kostet circa 7 Euro? Echt? So ungewollt ist das Spiel? Ja, sorry an die Believer. Aber war wieder Banger-Quiz.